Ausgangslage. Als Gordon und ich vor einigen Tagen am Bahnhof Bern auf unseren Zug nach Thun warteten, sprach uns ein Penner an. Du hättest mir mit 1 oder 2 Franken für ein Ticket. Dem Rickenbacher war das natürlich wieder zu unspezifisch. Ja klar, Tickets haben einen festen Preis. Davon ziehst du das Kleingeld ab, das du in der Tasche hast und voilà, du bekommst den exakten Betrag, der dir noch fürs Ticket fällt. Sogar ein Penner sollte diese Rechnung zustande bringen. Aber was tut der? Zückt schon den 5 Lieber. Ja, der Typ sah halt so verlottert aus und ja, da war ja noch der Hund. Weißt du, wie viel so ein Golden Retriever täglich schluckt? Ich entriss dem Gurt in den 5 Lieber und hielt ihn dem Penner vors Gesicht. Wenn du Geld willst, dann musst du es dir auch verdienen. Kannst du denn irgendwelche Kunststückchen? Zum Beispiel Zaubertricks, den Kopf und oder Handstand oder durch einen brennenden Ring hüpfen? Nein, das kannst du doch nicht tun. Das ist doch ein Mensch. Seit der Wirtschaftskrise herrschen harte Zeiten. Da wird kein Geld verschenkt. Doch ein Penner muss realisieren, dass er ohne Leistung nichts kriegt. Du musst innovativ sein und dich von der Konkurrenz abheben. Was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Du hättest mir 1 oder 2 Franken. Und ein Hund? Ein Hund als Geschäftspartner? Nein. Es ist ein Golden Retriever. Jeder Hund ist ein schlechter Geschäftspartner, wenn es um Drogen geht. Drogen? Er hat denn etwas von Drogen gesagt? Jetzt schau ihn dir doch mal an. Der hatte bestimmt eine schlimme Kindheit. So kaputt, wie der aussieht. Der Mann nimmt doch keine Drogen. Vielleicht ab und zu eine Flasche Whisky mit ein paar Schmerztabletten. Aber doch sicher keine Drogen. Und dieses Zucken am linken Augenlid, das ist angeboren. Gurtner drückte auf die Tränendrüse. Ich hörte ihm schon gar nicht mehr zu. Da versuchte sich der Penner wieder in die Diskussion einzuklinken. Hallo, wir bekommen jetzt den Stutz für das Ticket. Ich sollte jetzt gehen. Geht rum zur Brücke. Die kochen dort für mich. Rickenbacher wollte natürlich sofort wissen, wo denn diese Brücke wohne. Biu! Krasu! Ich meine, die wohnt ja zu Langnau! Rickenbacher zeigte natürlich kein Verständnis. Drogen! Der weiß ja nicht mal, wo er hin will! Na, dann können wir alle zusammen das Ticket kaufen gehen. Nein, das ist euch schon sauber! Geben wir doch einfach das Geld! Nein, wir gehen jetzt zusammen das Ticket kaufen! Wir können ja gemeinsam nach Langnau fahren, das liegt ja quasi gewissermaßen auf eine Art praktisch zwischen Bern und Thun. Der Drogenpenner, Obdachlose, kramte also sein letztes Geld hervor. Ich brauche ja nicht viel, nur mal ab bei 2 Franken. Rickenbacher glaubt ihn natürlich nicht und leerte in die Taschen, bis er ganze 14 Franken in den Automaten gestopft hatte. Dabei lachte der Rickenbacher hämisch und tänzelte von einem Bein aufs andere. Selten! Hab ja gesagt, mir fehlen nur 1 oder 2 Franken. 1 oder 2 Franken? Dir fehlen nur 50 Rappen? Halsabschneider! Oder brauchst du die Kohle für den Köter? Braucht er denn kein Ticket? Nein, das ist ein Golden Retriever! Wir fuhren also gemeinsam nach Langnau. Der Penner saß völlig zerknirscht auf seinem Platz, weil er die hart erbettelten 14 Franken für ein Zugticket statt für Drogen ausgegeben hatte. Langsam tat er mir leid und ich versuchte ihn mit dem fröhlichsten Party-Hit aller Zeiten wieder aufzumuntern. Da dies Rickenbachers Lieblingslied ist, stimmte auch er mit ein. Wenn einer dann eine Gehose hat und hat der Burg ist Strumpf, so kann er tanzen wie er will, es gibt ihm keine Rira, 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 Beim Penner klang das in etwa so. Als wir Langnau ankamen, wollte sich der Obdachlose, der sich uns als Küte vorgestellt hatte, aus dem Staub machen. Also, merci dir! Ab hier komm ich sauber schlag! Weißt, bringen wir uns gerade da hinten! Ja, wo denn genau? In welcher Straße? Da hinten, weißt, gegen den Bahnhof! Küte, wir sind am Bahnhof! Wenn Brigitte schon extra für dich gekocht hat, kannst du jetzt nicht so einen Stoß von dir geben. Wir müssen dich sofort zu ihr bringen. Und außerdem regt sich bei mir auch ein Hüngerchen. Vielleicht lädt uns deine Brigitte ja zum Essen ein.
Wir begleiten ihn also zu einem alten Bauernhaus, dessen Türschwelle und schon eine mit Schminke tapezierte Krähe erwartete. Sie war schon ein hässlicher Vogel, da muss ich Kriegmacher recht geben. Wenn das wirklich Priege war, dann hätte Kühle uns unser Geld wirklich für die Heimfahrt und nicht für Drogen gebraucht. Ich schied der Rickenbacher schon böse an, da kräht es ja auch schon. Kühle! Du rutschst mich zum Nachtaugenblick! Hau auf die Krachlüt! Da rief Kühle stolz aus. Priege! Und Kurtner so. Priege! Und Rickenbacher so. Priege! Hallo Priege, was hast du denn Feines gekocht? Christelmeth! Thank you.